Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FitWist Infinity Evolved. Mit dabei der Mann der Stunde, der Dosh LP. Und der Sovatimers. Genau. Ich glaube, das muss ich euch mal zeigen, wie man das macht. Definitiv. So, alles klar, freue ich auf die nächste Aufnahme. Bin ich schon mal gespannt. Ja, hast du. Also, wenn ihr euch gerade fragt, was ich hier mache, ich werde mit Big Bergdoss anfangen. Ich wollte schon gerade sagen, ich weiß es selbst nicht. Also, ich werde mit Big Bergdoss anfangen und das, was ich jetzt hier habe, diese Items, das werde ich euch ein andermal erklären, weil ich muss mich jetzt ein bisschen... meine Stimme. Ein bisschen konzentrieren beim Aufbau. Damit uns da Jans daneben geht, ich sollte mein Mikro herstellen. So. Mach das, weil ich fange jetzt mal mit einer kleinen Verarbeitung an von einem gewissen Rohstoff, von dem ich eindeutig zu viel habe. Hm? Und zwar werde ich mich jetzt mal darum kümmern, um den ganzen Zucker. Ja? Weil den Zucker kann man verarbeiten zu Sugar Charcoal. So. Und das werde ich eindeutig dann zu verarbeiten zu Sugar Charcoal Blöcken. Die dann eindeutig verarbeitet werden in einem eindeutigen, ja, ich sage heute ein bisschen sehr oft eindeutig, in einem Furnace Generator mal 64 hatte ich das Ganze vor. Und da werden sich schon die ersten denken, dafür braucht ihr doch Bedrockium, das hat er doch noch gar nicht. Das lässt sich aber ziemlich einfach herstellen mit Diamanten und anderen Gefixe. Ja. Und in dem Sinne werde ich das gleich auch mal machen, aber erstmal brauche ich hier eine Stromleitung drüber. Und, perfekt eine getroffen. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, ich bin deswegen ein bisschen leiser, weil ich jetzt noch eine Seite nebenbei offen habe, die mir der Dosh gezeigt hat, wo ich ganz einfach einen Reaktor aufbauen kann. Ja, ich glaube, die Seite könnt ihr auch nochmal in der Videobeschreibung reinhauen. Und da wir uns alle kennen, wird das, heißt es übersetzt, ich werde das eh nicht wieder geschissen bekommen. Ja. Deswegen bitte ich euch, schreibt mir in die Kommentare, dass ihr die Seite nochmal sehen wollt, dann werde ich die in die Kommentare reinposten oder noch nachträglich reinhauen. Ja, also ich werde es wahrscheinlich auch reinpacken, wenn ich es nicht vergesse. Okay, also okay, ich brauche einen ME-Export-Bus. So, Craft, ein Formation-Core brauchen wir. Jetzt habe ich kein Frühlingsdust mehr. Ist aber alles kein Ding. Komm, wir machen mal so 30 auf Vorrat. Haben es ja. Ratter, ratter, ratter. Okay. Fluig ist das. Und du vergisst das mal ganz schön mit dem Pure Status Quartz. Hier, wir haben normales Status Quartz. 3000, das reicht. Ah, oh, das geht. So. Einen ME Export Bus. So. Reinhauen. Fertig. Dann einmal Zucker. Hammer. Was brauchen wir noch? Erstmal hier ein bisschen Platz, damit wir hier reinkommen. So. Und der kommt dann hier ran. Ich hoffe, der kriegt dann jetzt auch eine Verbindung. Und. Bitte, bitte. Jawoll! Alter, ich hab das ja echt drauf. Was? Kaum zu sagen. Nein, nein. Nicht? Also mit ME AE2 muss ich mich eindeutig noch reinlesen. Da kenne ich mich so gut wie noch gar nicht richtig aus. Ja, also das könnte bei mir auch noch etwas dauern. Das Problem ist auch einfach, die Sammlung ist so unglaublich schwierig geworden. Ja, also... Einfach halt dieses ganze System jetzt mit den, wie heißen sie, mit den ganzen Channels. Ja. Das kann zu Problemen führen bei mir, bin ich ehrlich. Da werde ich auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme mit dem lieben Street-Digger machen. Damit er mir da mal so ein bisschen was erklärt, weil der hat sich da ja schon eingelesen. Also generell weiß ich die Funktion von den ganzen Maschinen und so weiter, aber es fehlt da einfach noch so ein bisschen. Jawohl, der hört sich das über. Fehlt mir einfach noch so ein bisschen an Unterstützung, was dieses Channel-System angeht. Ja, also damit ich auch noch ein bisschen Hilfe benötigen. Okay, aber da brauche ich jetzt ein Item-Conduit, weil der hat keinen Auto-Output. Dann brauche ich wieder ein Energy-Conduit. Okay, ich habe irgendwie was... Ja, das klingt schon sehr gut. Also, Reactor-Controller, was habe ich?
richtig abgebaut. Okay, ein neuer Capacitor. Komm, machen wir einfach mal so viel geht, 12 Stück. Die könnt ihr gleich noch da unten reinhauen. So. Jetzt brauchen wir das Zeug, worauf ich schon seit so Ewigkeiten warte. Einen Furnace Generator. Da machen wir nicht den High Temperature, wir machen den normalen Furnace Generator. Dafür brauchen wir Kohleblöcke. Ein Stack. Wir brauchen Öfen. Ein Stack. Und Furnace Generator. Ein Stack. So, warte mal einfach. Jetzt brauchen wir Transfer Node Energies. Da machen wir einfach mal so. Ja, das hat noch nicht so ganz geklappt. Was fehlt uns denn da unten? Ach, Truhen. So, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. So, Craft, zack. 24, das sieht schon mal besser aus. Hier den brauchen wir. Wir brauchen nämlich noch das hier. Haben wir mal sonst der Redstone-Blöcke. Haben es ja. Okay. Wir brauchen dann hiervon. Machen wir mal so ein paar. Gut, dann brauchen wir ein paar hiervon. Ups, 64, das reicht jetzt erstmal, habe ich gehört. Ja. Okay. Und dann machen wir jetzt hiervon 1, 2, 3. Das sollte reichen. 24 Stück, ich habe es ein bisschen übertrieben, aber passt, wir brauchen das Zeug eh noch. Und zwar brauchen wir jetzt 8 Stück. So. Dann die Transfer Nodes. Das sind perfekt. Und dann brauchen wir noch Gold, wenn ich mich recht erinnere. Davon 8, 8, 8, 8 und da. Gold. Der läuft jetzt auf voller Leistung, also der sollte gleich fertig sein. Währenddessen kann ich mal das Bedrockium craften. Und zwar, wenn wir mal den Furnace Generator mal 64 anschauen, da sehen wir, der braucht eine Transfer Node Hyper Energy. Und da Transfer Node Hyper Energy wird gemacht aus Transfer Node Energy mit dem Bedrockium Ingot. Do you understand this, bruh? Boah. Gut, weil ich mir schon gerade selbst zugehört. Wir brauchen 4 von 4 ja. Und hier von 4. Okay, das Bedrockium ist verdammt schnell gecraftet. Also. Wo haben wir den Diablock? Der Diablock ist hier. Und wir haben einen Bedrockium-Ingot. Und aufgepasst, den lege ich jetzt ins Inventar. Sloan ist 4. Komischerweise renne ich trotzdem noch mal mit meiner Rüstung hier rum. Okay. Ja, aber ich bin einfach so super schnell damit. Also ich habe jetzt gerade das normale Minecraft-Movement, glaube ich. So, wie viele sind hiervon schon fertig? 5 Stück, sehr schön. Also ihr seht, da geht richtig ab. So, 5 davon schon mal. Warte mal, ich kann mal ganz kurz hier bei dir vor... Ach komm, wieso nehme ich nicht einen schnellen Weg? Hi. Wo bist du? Im Keller ist irgendwie fehlt ja, glaube ich, was. Moment. Warte mal, komm mal her. Ja? Nehmen wir mal gerade die Last hier ab. Hm? Du hast jetzt einen 4x4. Ja, gut. Mach 5x5 raus. Hau den in die Mitte. Der Control Rod darf nicht an der Wand sein. Ah, okay. Und ich schau mir den gerade mal von innen an, wenn du es erlaubst. Natürlich. Ja, da fehlen noch die Yellowium Fuel Rod an sich. Ah, okay, hoppala. Und ich. Warte, gib mir mal kurz den Barren wieder. Das ist hinter Dings da. Ich hab doch. Gut. Ups. So. Das Bedrockium hau ich mal rein. Weil ich müsste noch. Jawohl. Du kriegst jetzt ein Geschenk von mir. Ja. Und zwar die beste Kühlflüssigkeit im Hause bisher. Bitteschön. Resonant Ender. Oh, von Ender Expansion. Waren wir zu Thermal Expansion. Oh, okay.
Damit kannst du deinen Reaktor momentan halt am besten kühlen. Am allerbesten geht es halt immer noch mit Jellorium, aber Jellorium, Quaiophium, aber ich glaube, das haben wir noch nicht zur Verfügung. Ich glaube noch nicht. Okay. Was hat uns jetzt noch gefehlt? Das waren jetzt noch. Na, hier. Nochmal 4 von denen. Okay, 4 Transfernots. Ah ne, warte mal, das müssten dann. Ja, ist ja gut, du willst Holz, hast du. Mein Gott, immer diese Sonderwünsche hier. Naja, sie sind immer super. Gut, 1, 2, 3, 4. Eine Breath. Davon brauchen wir 4. Die Transfernotes und das Gold habe ich noch einstecken. So. Das sollte relativ schnell gehen. Währenddessen kann ich mal ganz kurz hier schauen. Wie sieht das hier aus? Da sind 2 Nuggets. Dann erstmal hier die Emeralds ausgießen lassen. Alter, wer fast 5000 Emeralds. Boah, das ist viel. Dann kann ich hier drüben nochmal schauen. Sehr schön, das ist leer. Dann kann ich die Truhe jetzt hier. Ah, da sind alles Erz reingekommen, verdammt. Na, Würze. Jawohl, danke. Dann setze ich das jetzt genau daran. Genau da wollte ich das. Da gehört das hin. Hier Extract und hier Insert. Dann haben wir die Geschichte hinter uns. Und die Keule läuft immer noch, alter Finne. Oh, wow. Das könnte noch dauern. Ja, wird es auch, glaube ich, noch. So, das ist fertig. Und jetzt brauchen wir Bedrockium. Ein Ingot. Bedrockium in die Mitte und die Transfernos Energy. Und das letzte Teil wird fertig gecraftet und mir tut gerade der Nacken ein bisschen weh. Ja, aber mir ist auch ein bisschen verschwand vom Stuhl. Dabei habe ich schon einen Gamerstuhl, der eigentlich perfekt angelegt ist. Okay. Also. Furnace Generator, Transfer und Hyper Energy, Furnace Generator mal 64. Insert? Was? Ja, der haut gut Energie durch. Ja. 200.000. Boah, das ist. 300.000. 400.000. Ich rede gerade übrigens von der F, ne? Ja. Verdammt, ich hab's nicht gemacht mit Spaß. Vielleicht schaue ich hier echt sogar noch ein. Cool. Ah, wobei, irgendwann müsste das hier. Das. Ja, das läuft schon voll. Also ganz ehrlich. Ah? Ja, ich bin ein Genie. Ich produziere aus Zucker so Unmassen von Energie gerade. Ich habe schon 1 Million RF. Ah, das ist eine Menge. Wie viel produziert. Oh Mann, hab ich die Taschen voll. So. Dann mach ich erstmal ein bisschen Graphit Bars. Okay, dann muss ich echt noch einen zweiten Leuchtmelter ins. Nee, wieso hatten wir denn das denn nicht drauf? Ja, da muss ein zweiter hinzu. Dann packe ich einfach noch einen zweiten hinzu. Wer hat das erwartet? Was für ein Plot-Twist. Einen Erlois-Melter. Wow, mir fehlen echt Öfen. 1, 2. So, ein Erlois-Melter. Da brauche ich aber noch einen Export-Bus. So. Der kommt hier an. Der sollte jetzt sich wem mit verbinden. Sugar und einen Capacitor. Oh, habe ich doch reinstecken, sehr schön. Ah. Sugar rein.
Gewässerte rein. Ah, 33 habe ich schon mal wieder. Dann wollen wir. Ja. Enhanced Energy Conduit. Obwohl, warte, das könnte ich auch anders jetzt verlegen. Das kann ja jetzt so verlegt werden. Und dann brauchen wir mal Item Conduits. Weil das Problem ist, ich kann es nicht einfach hier so überbrückt sagen, ja, gib das mal da rein. Das muss ich mit einem Conduit machen. Ah. Brauche ich aber hier disabled. Extract. Insert. Das interessiert mich jetzt mal. Okay. Ich produziere mit einem Sugar Charcoal Block 50.000 RF. Wow. Und ich brauche 9 dafür und ich habe gerade 39.170 Zucker. Wow, das ist eine Menge. Also ganz ehrlich, Leute, das hat. Das ist geil. Das ist richtig geil. Richtig. So, jetzt sind wir bei 16 Minuten. Hm? Dann könnten wir natürlich noch ein neues Draconium-Teil machen. Und zwar würde ich mir gerne einen neuen Bogen mal machen. Und zwar den Bow of Survivor. Hä? Kennst du nicht? Das sagt, bekomme ich jetzt bis jetzt noch nichts. Ja, dann siehst du den jetzt gleich mal in Aktion. Ich brauche auch zufälligerweise ein Testobjekt. Gut. So, nein, nicht in Awakened. Oder den Draconic Bow. Bow of Survivor. Snipers are at the ready. Ah, der Superbogen. Ah, den kenn ich. Werkt okay. Okay, jetzt habe ich zu wenig. Einen, okay. Gut. Okay. Dauer. Alles klar. Ich komme kurz bei dir vorbei, ne? Ja. Du bist immer noch. Du bist immer noch unten? Ja, ich versuche noch den Reaktor aufzubauen. Alles klar. Triff dein Ende. Schau schon. Das waren alle zwei Pferzen. Alter, du hast nur noch 15? Ach du Scheiße. Oh. Und das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Alter. Alter. Oha. Das ist. Ja. Wow. Er haut rein. Und dann noch hab ich. Ja, wow. Ja, das macht was. Da muss aber auf jeden Fall Infinity drauf. Definitiv. Oh, ich hoffe mal, das ist jetzt. Infinity konnte man noch relativ einfach hier rüber machen. Was hat man dafür gebraucht? Power. Alter, wow, eine Enderperle. Ich bin schwer beeindruckt. Aber das ist wenig. Ich müsste noch ein Book in Kühl. Oder? Ha, nein, ich hab echt keins mehr. Okay, dann mach ich nochmal eins. So. Ein Ink Sack und eine Feather. Ah. Ich brauche das so viel. Ja, halt, ich brauche noch 30 Level. Also, Reaktor-Kontrolle kommt weit dahin. Inventory und Infinity One. So. Gut. Und zwar. Kann man übersetzen. Aber gut, das kann ich ja noch machen, so. Reicht denn? Toll, was? Ich würde gerne mal wissen, wie viel der Damage jetzt macht, aber das steht leider nicht dran. Die Fuel Rods müssen die auf dem Reaktor-Zept runter. Moment. Ich komme einfach mal schnell zu dir. Ja? Vielleicht darf ich das nicht. Die Fuel Rod muss komplett runter. Ja, Moment. Ich hab's. Ja, mit Bas, leider.
Ach, Iron. Darf ich dir auch nochmal ganz kurz eine einfache Erklärung machen, wie du den schon relativ einfach steuern kannst? Ja, gerne. Du brauchst einfach nur noch zwei Reaktor-Redstone-Ports. Die craftest du dann einfach nochmal. Und du brauchst auch noch zwei Access- oder mindestens einen Access-Port, ne? Aber so zwei sind besser. Reaktor. Aber weißt du was? Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sind schon mal wieder bei 20 Minuten. Okay, dann das War geht deine schnell. Folge? Ja, also wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, gebt ihr wieder einen Daumen nach oben, schaut mal lieben das schon mal, Link in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben bei uns werden. Kritik in den Kommentaren und einkaufen und wieder schauen. Tschüss.